So, willkommen zurück zu Praxeus und Sunless Skies. Aber ich glaube, diese Quest, an was hängt es eigentlich nochmal? Ah, jetzt habe ich eine Sky Story. Jetzt kann ich die Quest annehmen. Attack this engine gunned down in the fungal jungle of Hypras. Ne, attack the engine wurde da verloren. Being a remote and mysterious colony on the very edge of the reach. The town creep. Crier pauses for breath and enters an alarming coughing fit, having inhaled a lungful of smog. An enterprising stovepipe claps him sharply on the back. Thanks, he sputters. Are there any brave captains willing to rescue these poor souls with perfidy and mushrooms and such like? Set up to the call. The rescue of a Tekkatine engine offers opportunities, and not necessarily just for the Tekkatines. Wir haben hier eine Sky Story, die gebe ich für diese Quest aus und hoffe, dass ihr was Besseres kriegt. Kammers. Wir müssen also wieder dahinter. Bedeutet es. Wir müssen also wieder nach Hypras, gell? Aber ich habe eine spannende Gegend, da kann man immer noch gut farmen. Cheers go up among the crowd as you step forward. God bless you, Captain. The crier says, his eyes awash with tears. Though that could just be the smog. New Winchester needs more of such stock. Where now the heroes of the blockade? He hands you the report which reveals the engine was last seen heading to Hypras. He runs on calling for a state of perpetual revolution to mixed response in the crowd. Und hier geben wir unsere Dings für uns ab. Report. 200 Sovereigns sogar. Oh, jetzt können wir ein bisschen einkaufen gehen. Ne? Das wird zwei Port Reports. Ach so, ja klar, von dieser Stelle mit dem, wie heißt, von dem Zirkus. Tekkatines sind jetzt langsam ultra aggro. Oder nee, nicht ultra aggro, kann man nicht sagen. Trade Waiver for Ministries Damped Permit. Es ist in diese Trade Waiver to Affect Balance of Power in the Reach. You have provided the company with a great deal of information. You would rather they use it to strengthen the Empire's hold on the Reach. Was bringt mir? Imitation. For exceptional service, the Windward Company offers invitation to the Eternal Mask of Parurans, where Albion's Ball is used. Ist alles noch zu früh? Ja, wir fahren jetzt runter weiter. Gehen mal. Vielleicht sollte man eigentlich auch mal nach Magdalens. Hier oben. Aber ist halt schon ein weiter Weg, gell? Wieder um unsere Nightmares zu bekämpfen. Aber gut, kostet auch zu viel Geld eigentlich. Wir brauchen erst mehr Geld. Wir sind noch nicht wirklich im Handel angekommen. Vielleicht fahren wir tatsächlich einfach noch einmal diese Strecke ab nach Hypras, um ein bisschen zu farmen. Repair the locomotive machen wir natürlich erstmal. Fully repair. 15 Sovereigns. Dann hiren wir Crew. Hire a few Crew. Und 3. Dann warte mal. Explore the city. Attend the Grand Premiere. Oh, wir können. Unsere Madame Lumiere has wasted no time in organizing her premiere. To express her gratitude, she has given you tickets. Wir haben ja
die Dame hierher transportiert, damals von Hybras. Und sie hat nun ihre Premiere. Also ihre große Premiere. Sie hat keine Zeit verbracht, keine Zeit verschwendet bei der Organisation ihrer Premiere, ihres Films über Hybras, über die Vegetation Hybras. Vielleicht eine Art Dokumentarfilm, wer weiß es schon. Vielleicht auch ein echter Dokumentarfilm und kein gecheateter, so wie in der deutschen Zeit öfters mal vorkam oder vorkam, beziehungsweise es mal vorkam. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir besuchen jetzt ihre Premiere. Sie hat uns Karten gegeben. Madame Lumière has reopened as yet with beneath the arches of the Bishop Bridge. Prominent Tagetee sit with London's sympathizers. They have formed a brief truce united in the loathing of the cramped velvet seats. A light flares at the plaster wall, the fiddle begins. Unsere Madame Lumière, die wir aus Hybras geholt haben, hat jetzt also ein Theater wieder eröffnet, in der Nähe der Bischofsbrücke. Prominente Tagetee sitzen neben London sympathisieren. Ja. Nicht flackert. Und der Film beginnt einfach. The film is titled The Concupiscence of Verdance. Flickering images on painted lenses jerk across the wall. Camera luxuriates in the collapsing brown flesh of rooting fungus. The flight of a sporing body. The sudden bursting of a violet fungal sac, the prolonged death spasm of a cameraman, there are gas from the audience. Also wirklich ein Dokumentarfilm aus der Vegetation der Hybra, von Hybras. Take the detail. Lumière has an exacting eye. Some of the shots are blemished, but what has been captured reveals much about the recent floras. Flora, this work is worth careful attention. The final sequence of the rotting fungal husks collapsing onto the settlement is exquisite. And yet, you are the only one who remains behind to congratulate Lumière. I wish more were so discerning. She smiles, still, this was only a start. Please meet me later. You've gained two einzelne Specimens, oder wie die Dinger heißen. Das Lesson weiß ich auch noch nicht. Oder so was sie gut sind. Was ist the promising day? Did we meet? Ja? Yeah. Meet, Madame. Mir again, aber das bringt glaube ich noch nichts. Später sollen wir so. Ah, doch. Dann sind wir durch. Madame Lumière has promised a meeting. Ja, dann zugestimmt. She's currently occupying one of New Winchester's cafes. She's provided the table number. Werden sie nun mal geteilt, treffen uns in einem Café. Elias work, she rings for two cups of nectar-infused tea. I crave the stuff, he says, a smile creasing her face like a well-used cushion. I'm too old to be lugging cameras about anymore, waiting for the perfect shot. My own fault, I couldn't stay in London, but I wanted to see the stars. Thanks for helping me home. This is where I stay now, I think. She coughs into a yellow stained handkerchief. Time to fund films rather than make them, I think. The coughing worsens. Please excuse me. She leaves you with a hurried goodbye and a bill. Das war ein nettes, kurzes Gespräch. Ich lade bei meinem Tee mit Nektarin. Zersetzt dich. Honignektar wahrscheinlich. Kleiner Schuss Honig im Tee passt ja auch immer. Bin jetzt nicht so der Honigmöger, aber es ist ja eine beliebte Version. Und ja, sie ist zu alt, neue Filme zu drehen und so weiter und so fort. Sie lässt sich hier jetzt wieder. Eine zurückgetretene Filmemacherin. Madame Lumière has retired from filming. You've gained 500 experience. Das mag ich. Und das war's dann auch. Hier. Dann werden wir mal hier einkaufen gehen. Wir gehen auf die Bank.
brauchen diesen Nektar. Frage ich natürlich an dich, Basal Toy Market. Ich kann ja nicht alles sparen eigentlich. Neunzig, dieses Caddy, aber den brauche ich auch für was anderes. 70, die Worten Seeds. Fuel. Also wird sehr teuer. Denke ich, dass tatsächlich noch mein Bronzewood hier liegen. Ich kann ja drüben nämlich dieses Zeug einkaufen. Ich sollte mal über 200 mit rüberbringen. Sammel auf an. Ich gebe mir hier zu wenig. Mit 70. Es gab glaube 90, das ist mir auch zu wenig. Wir werden dieses Bronzemut verkaufen. 206. Hier können wir dann für 15 mehr die Sack of Burden Seeds, aber die brauchen wir auch woanders. Hier verkauft man auch die Carefully. Nee, halt, warum? Bayern können wir nur das. Das kriegen wir eigentlich vom Bazaar. Oh, Rosewood für Potter One. Habe ich Grad 5. Oh, jetzt habe ich das Grad verkauft. Dafür müssen wir aber eins löschen. Winchester Widows. Das create detective war fort. Der Winchester Window, a mob allegedly sponsored by the Windward Company, recently shattered some of the stained glass windows of Victory. All seat of the colony assembly. The renowned glacier Titania has been commissioned to manufacture a replacement even more magnificent than the last. She will pay up for 5 panes of stained glass. Titania lies to southwest of New Winchester. Aber dazu bräuchte man diese 5 tails, 5 panes of stained glass. Ja, ein Mob hat die Scheiben eingeworfen. Ein Mob der Windward Company hat, gesponsert von der Windward Company, hat Scheiben eingeworfen bei Victory Hall. Sitz der Colonial Assembly. Und wir sollen jetzt da hochliefern 5 Panes of Stained Glass, aber ich habe gar nicht genug Platz, das nächste Mal für diese Quests. Ich werde auf jeden Fall mal diese Quest hier rausschmeißen. Flowers for Titania 5-6. Brauchen wir auch. Prince Wood für Porter 1. Aber da brauche ich dann 5. Muss ich also nochmal zwei besorgen unterwegs. Und das hier lassen wir. Also jetzt gibt es jede Menge Quests hier. Also jede Menge Farming Time. Also dass wir mal ein bisschen vorankommen. Wir werden jetzt... Wie werden wir uns bewegen? Bewegen wir uns mal nach unten in Stippler? Wir bewegen uns mal nach unten in Stippler. Mal schauen, was passiert. Unsettled Dreams. Unsere Nightmare-Probleme kommen hoch. Kommen wir jetzt wahrscheinlich regelmäßig, da wir Albträume haben.
That night, your sleep is peppered with uncomfortable dreams. A dream of a midnight meadow above, the stars are going out one by one, as if the gas pipes had been turned off. Flowers bloom in the dark, covered in a spectrum of blacks that we heretofore imperceptible. Oh Gott, im Himmel, echt jetzt. Flowers bloom in the dark. Flowers bloom in the dark, colored in a spectrum of blacks that were heretofore imperceptible. The black of grief, the black of before times, the blacks of liberation and of possibility. A rainbow arches across the newly empty sky in seven subtle shades of black of course. Alles in der Dunkelheit. Nach dem Hain gesucht worden mit gewürzten gemeinen unkomfortablen Träumen. Ein Traum einer Mitternachtswiese, echt jetzt. Über dir die Sterne am Himmel, eine um der andere, der Gaskette, die danach eine nach dem anderen ausgehen. Blumen blühen in der Dunkelheit, schwarz, colored in a spectrum of blacks, im Spektrum von schwarzen Farben. Nachdem ein Stern nach dem anderen ausgeht, wird es natürlich immer dunkler und sie erlichten ihren Schatten oder so ähnlich und so weiter. Und irgendwann ist alles nur noch schwarz, all black of course, sea company. Commit your dreams to the captain's log. Gain terror and a tale of terror. Drop the dream like a flying ember. Könnte man eigentlich fast machen, hä? Das muss ich jetzt leider, es geht, diese Grundmechanik, die muss ich jetzt noch verstehen irgendwann. Aber das ist nach und nach. Alles mit der Ruhe. Alles mit der Zeit. Noch einige Stunden hier verbringen. Immer wieder neu übersetzen. Eigentlich möchte ich jetzt nur einmal ein bisschen hin und her fahren. Wobei, wenn man es halt immer, wenn man immer wieder jetzt die Träume kommen, dann wird auch immer klarer, was damit gemeint ist. Ich möchte jetzt nicht jedes Wort jedes Mal nachschlagen, um das wirklich zu übersetzen können. Wir sollten fast mal nach Port Avon. Habe ich wie, oh, 9 von 17, naja. Hier haut er ab. Port Avon deswegen, weil wir höchstwahrscheinlich schon einige Tacketies haben jetzt. Tacketie Nameplates. Und Supply ist 40% Chance. Partial. Eine partielle Menge. 5 Tacketie Nameplates haben wir schon. Wir sollten wirklich dort hoch. Nach Port Prosper war es nicht, ne? Port Avon. One full, one Crew verloren und Supply. Mojo. Kommen wir mit klar. Das geht doch ganz gut ab hier. Die können wir also meinen. Das ist gleich hier sogar das Zeichen dafür, okay. Wir haben einen kleinen Bogen gefahren, haben hier dieses Juwel entdeckt. So, nee, der, okay, dieses Meinen ist wieder weg. Das steht, dieses Juwel steht, glaube ich, für diesen
Punkt da für diesen großen. Man wird sehen. Aber diese weite Strecke hier, na, ich hätte halt doch das Ding einsetzen können. Den Miner. The sky here is killed by old battles. Wreck edge crust like cats. In den Wolken sind die Zeichnerkriege, das sind wie Häuser, die in deren Wände, dass die viele Menschenleben stecken. Familien starben. Lebten und starben. Hier machen wir mal einen kleinen Schwung. Einmal da runter, bevor wir dann wieder hochgehen. Oh, wunderschön hier unten. Wieder Holz. Der Hartzix. Mitten in der Wreck. Auf keine Kuh. Naja. Hat man jetzt nichts gebracht. Dafür ist hier voll der Marauder gespawnt. Item. Nehmen wir mal die Sovereign Card. Kommt man da außen rum eigentlich so? Ist da? Ich muss es auch meinen. Ja. Das ist zum Heulen. Ich soll da erstmal einen Miner einsetzen. Aber ich habe jetzt eine Ruhe, weil wahrscheinlich 6 auf Hürden Seeds drin und so ein Zeug. Aber auch hier zeigt es an, okay. Ah, da unten ist es auch weg. Seit dem letzten Kampf hat schon jemand weggemeint. Das ist immer das Problem. Diese Plätze sind so knapp bemessen. Und es war einfach ein Fehler, nicht zu wechseln. Vor allem, da ich ja jetzt immer besser im Kämpfen bin und diese Route ja schon fast nie gehört jetzt. Film foreboding, what will become you? Schau schon wieder weg da unten. Wäre wieder ein Torsewood gewesen. Naja, so ist es halt. Ich sehe das Spiel, Sanders Kreis. Wir sind wieder mal auf dem Weg nach Hypras.